Hi and welcome back to my channel. In today's video, we are going to learn 16 different so-called geben verbs. And these are abgeben, mitgeben, weggeben, zurückgeben, hergeben, vergeben, preisgeben, zugeben, vorgeben, nachgeben, wiedergeben, hinzugeben, ausgeben, angeben, eingeben and durchgeben. So our video today is structured in three parts. In the first part, we're going through all these 16 geben verbs. So we're getting to know their meanings and we're also going through examples. Then in the second part, we're going to exercise our pronunciation. And at the end of this video, we will as always practice what we've learned today by solving some exercises together. So let's start with our first one. Abgeben means to hand in or to submit. Here's one example. Wir müssen den Aufsatz bis Mittwoch abgeben. Means we have to submit the essay by Wednesday. So abgeben here means to hand in something over to someone else, usually by a specific date. So let's repeat. Wir müssen den Aufsatz bis Mittwoch abgeben. We have to submit the essay by Wednesday. Next one, number two. Mitgeben means to give someone something to take with them. Here's one example. Meine Freundin hat mir ihren Regenschirm mitgegeben. Means my friend, my female friend, gave me her umbrella to take with me. So mitgeben here means to give something to someone to take with them. So I was maybe at my friend's place and by the time when I wanted to leave, it started to rain. And because I didn't have an umbrella with me, my friend gave me hers. So that is when we would say mitgeben. So let's repeat. Meine Freundin hat mir ihren Regenschirm mitgegeben. My friend gave me her umbrella to take with me. Next one, number three. Weggeben means to give something away. For example, die Bibliothek hat ihre alten Zeitungen weggegeben. Means the library gave away their old newspapers. So, weggeben means to give something away. So, let's repeat. Die Bibliothek hat ihre alten Zeitungen weggegeben. The library gave away the old newspapers. Next one, number four. Zurückgeben means to return something back or to give back. For example, kannst du mir bitte mein Wörterbuch zurückgeben? Means, can you please give me my dictionary back? So, zurückgeben here means to return something to its original owner. So, let's repeat. Kannst du mir bitte mein Wörterbuch zurückgeben? Means, can you please give me my dictionary back? Next one, number five. Hergeben means to give away. For example, das Kätzchen wollte ihr altes Plüschtier nicht hergeben. Means, the kitten didn't want to give her old stuffed animal away. So, hergeben here means to give something away, often reluctantly. So, let's repeat. Das Kätzchen wollte ihr altes Plüschtier nicht hergeben. The kitten didn't want to give her old stuffed animal away. Next one, number six, vergeben. Here we actually have two meanings. We start with the first one, which is to forgive. Here's the first example. Er hat ihr den Fehler vergeben. Means he forgave her the mistake. So vergeben here means to forgive. Er hat ihr den Fehler vergeben. He forgave her the mistake. The second meaning of vergeben is to allocate. For example, diese Stelle wurde bereits vergeben. Means this position has already been filled. So in this context, vergeben means assigned or allocated, which means that the position has already been given to someone else or has been filled already by another person. Let's repeat. Diese Stelle wurde bereits vergeben. This position has already been filled. Next one, number seven. Preisgeben means to reveal or divulge. Let's have a look at one example. Die Sängerin gibt nicht preis, um wen es in ihrem neuesten Song geht.
means the singer doesn't reveal who the subject of her latest song is. Preisgeben here means to reveal an information. So let's repeat. Die Sängerin gibt nicht preis, um wen es in ihrem neuesten Song geht. The singer doesn't reveal who the subject of her latest song is. Next one, zugeben, means to admit or to concede. Here's one example. Ich muss zugeben, dass mir das nicht besonders gefallen hat. Means, I have to admit that I didn't particularly like that. So in this sentence, zugeben means to admit or to acknowledge, which tells us that the speaker is admitting a certain fact. In this case, he's admitting that he didn't particularly like something specific. So let's repeat. Ich muss zugeben, dass mir das nicht besonders gefallen hat. I have to admit that I didn't particularly like that. Next one, number 9, vorgeben. This verb also has two meanings. We start with the first one, to pretend. Here's our example. Um die Hausaufgaben nicht machen zu müssen, gab der Junge vor, sie bereits gemacht zu haben. Means, to avoid having to do the homework, the boy pretended that he had already done it. So here we use vorgeben in the sense that the boy pretended to have already completed his homework in order to avoid doing that. Let's repeat. Um die Hausaufgaben nicht machen zu müssen, gab der Junge vor, sie bereits gemacht zu haben. To avoid having to do the homework, the boy pretended that he had already done it. Now let's have a look at the second meaning, which is to fix in advance. For example, der Zeitplan für dieses Projekt ist streng vorgegeben und muss eingehalten werden. Means, the schedule for this project is strictly predetermined and must be adhered to. So here vorgeben describes that the schedule of this project has been set in advance and must be followed. So let's repeat. Der Zeitplan für dieses Projekt ist streng vorgegeben und muss eingehalten werden. The schedule for this project is strictly predetermined and must be adhered to. Next one, number 10, nachgeben. Also this verb has two meanings. We start with the first one, to give in. Peter gab nicht nach und blieb bei seiner Meinung. Means, Peter didn't give in and stuck to his opinion. So, gab nicht nach means he didn't give in. Let's repeat. Peter gab nicht nach und blieb bei seiner Meinung. Peter didn't give in and stuck to his opinion. And the second meaning is to give away. For example, dieses Material darf unter hoher Belastung nicht nachgeben. Means the material must not give way under high stress or pressure. So, here in the sentence, nachgeben means to give way. So, let's repeat. Dieses Material darf unter hoher Belastung nicht nachgeben. Means the material must not give way under high stress or pressure. Next one, number 11, wiedergeben. Means to reflect, to reproduce or to play something back. For example, dieser Film gibt die Stimmung der 60er Jahre gut wieder. Means, this movie accurately reflects the mood of the 60s. So, wiedergeben here means to reflect a certain mood. Let's repeat. Dieser Film gibt die Stimmung der 60er Jahre gut wieder. Next one, number 12, hinzugeben, means to add. For example, könntest du bitte etwas Milch zum Tee hinzugeben? Could you please add some milk to the tea? So, hinzugeben here is used to request the action of adding milk to the tea. Let's repeat. Könntest du bitte etwas Milch zum Tee hinzugeben? Could you please add some milk to the tea? Next one, 13. Ausgeben. Also this verb has two meanings. The first one is to spend. For example, Anna liest gerne und gibt daher ihr Geld für Bücher aus. Means Anna likes to read and therefore spends her money on books. So ausgeben here means to spend money on something. Let's repeat. Anna liest gerne und gibt daher ihr Geld für Bücher aus. Anna likes to read and therefore spends her money on books.
The second meaning is to shout a drink for someone, which actually means to invite someone for a drink. Here's one example. Peter hat auf seiner Geburtstagsparty uns allen eine Runde Bier ausgegeben. Means Peter invited us all for a round of beer at his birthday party. So, ausgeben here means to invite someone for a drink. Peter is inviting his friends for a round of beer. So, let's repeat. Peter hat auf seiner Geburtstagsparty uns allen eine Runde Bier ausgegeben. Peter bought us all a round of beer at his birthday party. Next one is angeben. Means to state or to give. For example, es wurden keine weiteren Gründe angegeben. Means no further reasons were given. So angeben here means to state. So let's repeat. Es wurden keine weiteren Gründe angegeben. No further reasons were given. Next one, number 15. Eingeben. Eingeben means to type in, to enter or to key in. For example, geben Sie bitte das Abfahrtsdatum ein. Means, please enter the date of departure. Abfahrt means departure and datum means date. So eingeben here means that we have to enter the requested information, which is the date of departure. Let's repeat. Geben Sie bitte das Abfahrtsdatum ein. Please enter the date of departure. And number 16 is durchgeben, means to announce or to pass on or to hand through. Let's take a look at our example. Wir werden jetzt eine Unwetterwarnung durchgeben, means we will now announce a weather warning. So, durchgeben here means that we are going to transmit an information, for example, from one person or station to another one. So, let's repeat. Wir werden jetzt eine Unwetterwarnung durchgeben. We will now announce a weather warning. These were the 16 verbs. Now we're moving on to our second chapter, the pronunciation. I will repeat every example 2 times, in the first time slowly and in the second time faster, or let's say in a natural pace. After the second round, you get 5 seconds time to repeat. So let's start. Our first one was, wir müssen den Aufsatz bis Mittwoch abgeben. Now faster. Wir müssen den Aufsatz bis Mittwoch abgeben. Now it's your turn. Excellent, next one. Meine Freundin hat mir ihren Regenschirm mitgegeben. Now faster. Meine Freundin hat mir ihren Regenschirm mitgegeben. Now it's your turn. Next one. Die Bibliothek hat ihre alten Zeitungen weggegeben. Now faster. Die Bibliothek hat ihre alten Zeitungen weggegeben. Now it's your turn. Alright, next one. Kannst du mir bitte mein Wörterbuch zurückgeben? Now faster. Kannst du mir bitte mein Wörterbuch zurückgeben? Your turn. Next one. This one might be a bit challenging. Das Kätzchen wollte ihr altes Plüschtier nicht hergeben. Now faster. Das Kätzchen wollte ihr altes Plüschtier nicht hergeben. Now it's your turn. Very good. Next one. Er hat ihr den Fehler vergeben. Now faster. Er hat ihr den Fehler vergeben. Now it's your turn. Very nice. Next one. Diese Stelle wurde bereits vergeben. Now faster. Diese Stelle wurde bereits vergeben. Now it's your turn. Alright, next one. Die Sängerin gibt nicht preis, um wen es in ihrem neuesten Song geht. Now faster. Die Sängerin gibt nicht preis, um wen es in ihrem neuesten Song geht. Now it's your turn. Very nice. Next one. Ich muss zugeben, dass mir das nicht besonders gefallen hat.
Now faster. Ich muss zugeben, dass mir das nicht besonders gefallen hat. Now it's your turn. Excellent. Next one. Um die Hausaufgaben nicht machen zu müssen, gab der Junge vor, sie bereits gemacht zu haben. Now faster. Um die Hausaufgaben nicht machen zu müssen, gab der Junge vor, sie bereits gemacht zu haben. Now it's your turn. Very nice. Next one. Der Zeitplan für dieses Projekt ist streng vorgegeben und muss eingehalten werden. Now faster. Der Zeitplan für dieses Projekt ist streng vorgegeben und muss eingehalten werden. Now it's your turn. Very good. Next one. Peter gab nicht nach und blieb bei seiner Meinung. Now faster. Peter gab nicht nach und blieb bei seiner Meinung. Now it's your turn. Next one. Dieses Material darf unter hoher Belastung nicht nachgeben. Now faster. Dieses Material darf unter hoher Belastung nicht nachgeben. Now it's your turn. Very nice. Next one. Dieser Film gibt die Stimmung der 60er Jahre gut wieder. Now faster. Dieser Film gibt die Stimmung der 60er Jahre gut wieder. Now it's your turn. Excellent. Next one. Könntest du bitte etwas Milch zum Tee hinzugeben? Now faster. Könntest du bitte etwas Milch zum Tee hinzugeben? Now it's your turn. Very nice. Next one. Anna liest gerne und gibt daher ihr Geld für Bücher aus. Now faster. Anna liest gerne und gibt daher ihr Geld für Bücher aus. Now it's your turn. Next one. Peter hat auf seiner Geburtstagsparty uns allen eine Runde Bier ausgegeben. Now faster. Peter hat auf seiner Geburtstagsparty uns allen eine Runde Bier ausgegeben. Now it's your turn. Next one. Es wurden keine weiteren Gründe angegeben. Now faster. Es wurden keine weiteren Gründe angegeben. Now it's your turn. Excellent. Next one. Geben Sie bitte das Abfahrtsdatum ein. Now faster. Geben Sie bitte das Abfahrtsdatum ein. Now it's your turn. Very nice. Next one. Wir werden jetzt eine Unwetterwarnung durchgeben. Now faster. Wir werden jetzt eine Unwetterwarnung durchgeben. Now it's your turn. Alright, very good. Now we move on to our last chapter for today, the exercises and solutions. Today we only have 5 exercises. Please fill the gaps. For each answer we have 5 seconds time. So let's go. We wanna say we have to submit the essay by Wednesday. Wir müssen den Aufsatz bis Mittwoch. What do we have to fill in? That's right, it's abgeben. Wir müssen den Aufsatz bis Mittwoch abgeben. Abgeben means to submit. We have to submit the essay by Wednesday. Next one, number 2. We wanna say the position has already been filled. Die Stelle wurde bereits. What do we have to fill in? Very good. Vergeben. Die Stelle wurde bereits vergeben. Vergeben here means either that the job has been already allocated or the job has been filled by another person. Next one. We wanna say no further reasons were given. Es wurden keine weiteren Gründe. What do we have to fill in? Very good. Angegeben. Es wurden keine weiteren Gründe angegeben. The basic verb is angeben. Here it means to either state or to give. Next one.
We wanna say, my friend gave me her umbrella to take with me. Meine Freundin hat mir ihren Regenschirm. What do we have to fill in? Awesome, that's right. Mitgegeben. The basic verb is mitgeben, which means to give someone something to take with. So the solution is, meine Freundin hat mir ihren Regenschirm mitgegeben. My friend gave me her umbrella to take with me. And our last exercise, we wanna say, the schedule for this project is strictly predetermined and must be adhered to. Der Zeitplan für dieses Projekt ist streng und muss eingehalten werden. The answer is vorgegeben. The basic verb is vorgeben. So the solution is, der Zeitplan für dieses Projekt ist streng vorgegeben und muss eingehalten werden. So yeah, that's it for today. I hope you liked this video. If you want to learn more German, please don't forget to subscribe to this channel and also follow me on Instagram. Thank you so much for watching. Have a nice day and see you next time.